Hallo und herzlich willkommen zu Escape from Tarkov. Heute möchte ich euch einmal mein Ersatzbild zeigen. Ich werde wieder über alle Items rübergehen und in der Zeit euch zu ein, zwei bestimmten Teilen noch wieder extra was sagen. Da ist zum Beispiel als erstes mal das Scope. Ich habe mich für das Bravo und das PK-06 in Kombination entschieden, da ihr durch das Bravo erstmal ein Range Scope habt und mit dem PK-06 auch für den Nahkampf gut gewappnet seid. Ihr könnt das PK-06 natürlich alternativ auch weglassen und habt dann nur eine Range-Waffe und schießt dann einfach aus der Hüfte, sollte der Gegner dichter kommen. Aber ich würde euch immer empfehlen, macht ein PK-06 drauf, dann seid ihr wirklich gut in der Kombination. Für den Shift-Griff habe ich mich in dem Fall wieder entschieden, da ihr schon seht, unsere Ergonomikwerte sind wieder ganz weit im Keller und würden wir jetzt den RK2-Griff nehmen, würden wir nochmal minus 12 Ergonomik kriegen und das will man einfach nicht mehr haben, weil dann ist das Scopen wirklich unmöglich. So wie es jetzt ist, haben wir Ergonomikwerte von 29, vertikalen Recoil von 44 und horizontalen von 94. Die Waffe ist wieder eine Single-Schuss-Waffe und würde zum jetzigen Zeitpunkt kosten, wir müssen erstmal wieder die ganzen Filter rausnehmen und dann sehen wir auch den Preis. 844.000 würde sie zum jetzigen Preis kosten. Wundert euch aber nicht, da man die Waffe für eine Gunsmith-Quest braucht, ist sie so teuer und ja, daher ist der Preis, der hier angegeben wird, momentan einfach völlig übertrieben. Aber ansonsten auf jeden Fall zu empfehlen, die mal zu spielen. Wenn man sie zum Beispiel findet, einen Gegner abnimmt, dann einfach mal ausprobieren und im Bild vielleicht nachbauen. Ansonsten schreibt gerne mal wieder in die Kommentare, was ihr zu dem Bild sagt, wie euer Bild aussehen würde, wenn ihr ihn anders machen würdet. Und ansonsten würde ich mich natürlich wie immer über ein Like und natürlich auch ein Abo freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.